Hey Leute, der Sturm geht weiter. Hannes kommt mit schlechten Neuigkeiten aus Montana zurück. Er steht kurz davor, seine Ranch zu verlieren. Daraufhin erklärt sich Christoph bereit, in die Ranch zu investieren, sofern Ariane nichts davon erfährt. Doch als Hannes Maya davon erzählt, gratuliert diese ihm etwas zu laut. Hildegard und André sind übermüdet, weil Rosalie und Michael ihnen mit ihrer Trennung den letzten Nerv rauben. Da die beiden sich sicher sind, dass Rosalie und Michael zusammengehören, beschließen sie kurzerhand, sie wieder zu vereinen. Ariane will Lias Haarprobe heimlich mit einer von Robert vertauschen. Allerdings gelingt es ihr nicht, den Hotelsafe zu öffnen, da Werner die Kombination geändert hat. Doch dann hört sie zufällig mit, wie sehr sich Werner über seine Erfolge an drei bestimmten Golflöchern freut, und versucht es noch einmal. Erik erfährt, dass am Fürstenhof bald ein Golfturnier ausgetragen wird, bei dem der Sieger ein hohes Preisgeld erhält. Zwar spielt Erik selbst nicht Golf, aber er nimmt sich vor, auf den potenziellen Sieger zu wetten. Kurz darauf trifft er am Golfplatz auf ein Naturtalent, Gary. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns bitte eine positive Bewertung da und falls du es nicht schon getan hast, abonniere diesen Kanal, um keine Vorschauvideos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.